das. Was? No Entry? Hallo. Okay, die reden. Die haben aber, die haben schon eine gewisse Intelligenz. Die Mimics sind ja recht stumm. Aber ich muss mich erstmal heilen. Shit. So werde ich das nicht überleben. Was nehmen wir denn mal hier? Das da. Und Aalsülze. Ach, und 6 Psi, okay. Ich will aber nur Gesundheit erstmal wiederherstellen. Und dann nehme ich aber noch ein Medkit. Ja, da habe ich jetzt. Da habe ich jetzt einige. Noch was zu knabbern? Das da. Und das und das. Okay. Okay, wo ist er hin? Ach da. Okay. Oh, das Quartier von dem haben wir auch noch. Ich glaube, das ist der Direktor des Labors. Er hat sie wohl bewundert. Bedauerlich. Wie kommst du darauf, dass er mich bewundert hat? Okay, das kennen wir schon. Kommst du da drauf, dass der uns bewundert hat? Hat er irgendwie ein Bild von uns aufgestellt oder so? So, das ist... Ah, das ist von Igwe. Ich möchte mich persönlich bei Ihnen für den neuen Reployer bedanken. Ich weiß, dass auch andere dafür auf der Warteliste stehen. Daher war ich heute Morgen sehr angenehm überrascht, einen neuen in meinem Büro vorzufinden. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar und es tut mir leid, dass ich Sie noch weiter belästigen muss. Es wäre nämlich großartig, wenn Sie einen Ihrer Techniker entbehren und vorbeischicken könnten, damit mir jemand erklärt, was das Gerät eigentlich kann. Ein Reployer, okay. Clive Lawrence, haben wir den nicht irgendwo gesehen? Clive Lawrence? Es geht mal wieder um eine Morgenanfrage. Morgen war heute im Maschinenlabor und stand einfach nur da, als wäre nicht klar, wohin es gehen sollte. Als ich meine Hilfe anbot, bat Morgen mich um weitere Operator-Teile. Ich fragte, ob die letzten, die wir geschickt hatten, nicht ausreichend waren. Dann kam ein verständnisloser Blick. Nicht so ungut, aber Morgen hat genug Material angefordert, um jeden Operator auf der Station 5-mal zu reparieren. Außerdem haben wir noch weitere Operator-Einheiten, die gewartet werden mussten. Sag mal, die anderen, die wussten das alle gar nicht, dass Morgen immer wieder ihr Gedächtnis verliert. Kann das sein? Deswegen waren die dann immer so... Die... Hast die in... Okay, das mache ich gleich. Oh, eine Neuromod. Zwei Stück gleich. Okay. Exotisches Material. Also die wussten das wohl gar nicht. Das wussten nur ein paar wenige, die dort wirklich auf der Station mit dem Fake-Apartment und dem Fake-Helikopterflug tätig waren. Also Dr. Bellamy wusste es sicher, aber... Und Alex natürlich, aber sonst? Die hier, die wussten das gar nicht. Die inoffizielle Geschichte von Transtar. Jenseits der Sterne. Die Entdeckung der sogenannten Race-Feld-Theorie stellte sich als reichhaltige Quelle für eine Reihe von wissenschaftlichen Glanzleistungen heraus, die Transtar weniger als ein Jahr später ablieferte. Nehmen wir zum Beispiel die jetzt allgegenwärtigen Operator-Einheiten, die in hohem Maße von der örtlich begrenzten Levitation profitieren, die aus den Ausführungen der Theorie zur Gravitation abgeleitet wurde. Von der Materie schluckenden Feldinteraktion im Inneren der Recycler
bis zur künstlichen Gravitation, die dafür sorgt, dass die Stiefel sicheren Halt auf dem italienischen Marmor der Talos 1 Lobby finden, ist der immense Einfluss von Dr. Rays Theorie tatsächlich unbestreitbar. Okay, die haben wirklich örtlich begrenzte Levitation. Okay, damit kann man Materie umwandeln und damit sind diese ganzen Science-Fiction-Sachen, die hier funktionieren, erklärt. Es gibt künstliche Gravitation. Und sehen wir da draußen irgendwas? Da ist das Transstar. Naja gut. Die Station ist ja immer zum Mond hin gewandt, auf die gleiche Art und Weise. Dr. Thorsteins Tresor, Notiz. Wenn Sie den Code vergessen. Das sind chemische. Okay. Ja, okay, ich brauche die Ordnungszahlen von diesen Elementen. Ich weiß jetzt gar nicht, was das ist. Ist das Xenon und das da, weiß ich nicht. ES. Haben wir hier eine. Oh ja, wir haben hier eins. Das ist praktisch. Wo haben wir denn ES? Da ist Xenon, also 5,4. Ist das überhaupt Xenon? Ja, sieht so aus. Jetzt brauchen wir noch ES. Ihr habt es wahrscheinlich schon längst gesehen. Im YouTube-Video da unten. Was ist das? Ist das ein Steinium oder so? Das gibt's ja wirklich. 99. Das ist schon eine recht hohe Zahl. Na gut, also 9954. 9954. Das war noch ein leichtes Rätsel. Okay, Psy-Hypo. Recyclerladung. Nicht schlecht. Ach ja, ich wollte jetzt bei den Neuromods das hier. Also es gibt viele Sachen, die ich machen möchte, aber das hier möchte ich machen, um um zum Beispiel diese Selbstschussanlagen wieder reparieren zu können. What the fuck? Was war das? Was? Warum? Komisch. Okay, und Thorstein hat Morgan bewundert. Warum auch immer. So, aber mehr scheint hier nicht zu sein. Ich schau mal auf die Karte. Okay, aber da komme ich einfach nur wieder runter. Da drüben war aber auch noch ein Bereich. Komme ich doch einfach nur wieder runter. Und dann hätte ich jetzt hier einen Shortcut. Ja, ach, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich ganz am Anfang. Ja, ja, okay, das war schon hier. Ja, ja. Okay, ich hätte nur nicht gedacht, dass man dann nach oben geht. Krass. Wo? Wo? So. Och, diese beruhigende Musik.
So, jetzt möchte ich nämlich mal gucken, ob ich das Ding da vorne reparieren kann. Gesundheitlich geht's mir eigentlich ganz gut. Ah, mir fehlen Ersatzteile. Shit. Dann weiß ich nicht, ob ich es noch hacken muss. Mir fehlen Ersatzteile, verdammt. Ja, das jetzt geht's dann schon los mit Ressourcenmanagement. Für was setze ich meine Sachen ein? Vielleicht haben wir hier noch Ersatzteile. Waffenupgrade. Niki Tanner. Hat's auch nicht geschafft. Anzugreparaturkit. Oh. Wo ist denn das? Das ist Psy-Hypo, Waffen-Upgrade. Anzug-Reparatur-Kit. Okay, habe ich schon 6 Mal. Krass. Und dann ist mein Anzug wieder ein bisschen besser. Okay. Dann nehme ich nur mal die Muni. Könnte die bestimmt auch verwerten, oder? Ich meine, das hier ist meine... Genau, okay, und dann sehe ich, wie die... 3x Ersatzteile. Also, ich kann die auch verwerten. Mal komm. Situation ist eh beschissen genug. Erstmal... Achso. Erstmal einen trinken. Wo ist er denn hin? Da. Jo. So, was haben wir hier noch? Bisschen Heilung. Gesund gezaubert mit Blumenkohl. Ersatz. Kartoffelpüree, Pizzaboden, Reisbällchen. Dünsten. Mit der Sorte in Lila schließlich peppen sie ihre Gerichte auch rein optisch auf. Geil. Oh, da ist was drin. Okay, ich habe keinen Platz mehr. Dann muss ich mal ein Bier trinken. Aalreste. Okay. Essen. Was ist das? Knusprige Pommes. Oh. Okay, jetzt bin ich voll geheilt. Sisak Unagi Rollen. Oh, nicht schlecht. Okay, hier gäbe es richtig viel Heilung. Hier ist halt auch ein anderer Pausenraum. Und das Spiel ist abgestürzt, wie es aussieht. Na gut, ich melde mich wieder, wenn es wieder funktioniert. So, da bin ich wieder. Der hat zum Glück gespeichert, als ich hier die Leiche gefunden habe. Also viel ist nicht verloren gegangen. Ich habe jetzt mal auch nicht hier alles aufgesammelt. Gut, das könnte ich noch mitnehmen. Und das da habe ich gelesen. Und ja, vielleicht gehe ich hier auch wieder zurück. Da weiß ich, Pausenraum gibt es immer Verpflegung. Für Gesundheit. So. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Einigermaßen. Kann ich denn... Nee, mir fehlen immer noch Ersatzteile. Aber hat er das gespeichert mit den Neuromods? Das habe ich doch jetzt dann... Okay, das hat er gespeichert. Alles klar. So, und dann gehen wir jetzt endlich mal da rüber. Aber es macht so viel Spaß, hier sich
umzugucken und das alles auch irgendwie nachzuvollziehen, was die hier gemacht haben. Ups. Diese Seite des Labors wurde durchbrochen. Vakuum. Schwerelosigkeit. Über eine externe Luftschleuse in der Werkstatt können Sie ihn erreichen. Oh, Sie müssen okay. zuerst Ihren Anzug mit einem Antriebssystem verbessern. Okay, es wird ein bisschen komplizierter als gedacht, aber ich kann dann da rein. Dann fliege ich da rum. Finde einen Fabrikatorplan für das Zero-G-Antriebssystem. Okay. Den habe ich noch nicht gefunden. Und jetzt muss ich da rein. Okay, und da gibt es eben zwei Wege hin. Und ich hatte aber das hier ja schon, diesen Weg, gefunden. Da muss ich da nicht durch diesen Blitz da immer durchlaufen, wo es den Stromschlag gibt. Denn der macht ganz schön viel Schaden. So, und hier geht jetzt sicher die Post ab. In der Werkstatt. Guck mal, ob ich hier oben... Eigendiagnose protokolliert. Liste. Reparatur- und Wartungsprotokolle. Dateien nicht gefunden. Referenz gelöscht. Ich kann hier sicher auch sehr viel machen. Der Kreislauf hat neue... Okay, aber... Instruktionen gefunden. Woanders komme ich hier nicht hin. Oder? Nee, da ist keine. Ich frage mich auch, was die hier dann noch gemacht haben, wo die das hier so abgedeckt haben. Ja gut, ist halt einfach irgendwie zum Isolieren oder so. Wie kommt man da hoch zu dem Typen? Käme ich denn darüber? Hier hin, okay. Temperaturdefinition. Neu vorgegeben. Okay, aber so richtig klettern? Nee. Eigendiagnose protokolliert. Daten korrumpiert. Liste 1. Service Servo. Okay, so komme ich hier weiter. Aber da drüben hin, nee, da komme ich... Wenn man wissen will, wie etwas funktioniert, muss man es zerlegen. Erstmal noch nicht. Boah, ich würde die Teile so gerne hacken. Parallel geschleuderte Prozessoren. Oh, guck mal. Ach, ist das Ding da runtergefallen? Ja, das ist es. Weil das hier hat's kopiert. Oh, Recycler-Ladungen. Die könnte ich ja auch mal verwenden. Neue Überwachungsüberbrückung erhalten. Alter, habe ich jetzt schon einige. Ich versuche das mal. Meine Diagnosesensoren können das Problem. Ciao. Alter. Naja, das funktioniert irgendwie mit der Waffe nicht so gut. Das funktioniert so doch um einiges besser. Ah, und das... Na super, jetzt hätte ich da reingehen können in den Storage Room. Wenn der mich nicht... Ja, komm, ich versuch's mal zu hacken. Ja, ich habe genug Gesundheit. Ach, ich habe einen Code. 1488. Ah. Weil ich mich so gut umgesehen habe. Aber man kommt da auch einfach von oben rein. Naja.
So, jetzt bist du erstmal kaputt gemacht. Und dann kriegen wir hier Ersatzteile. Yeah! Ausgefranstes Kabel. Zwei Neuromods. Glukanister. Notiz. Hallo Clive, wir müssen die Nachladegeschwindigkeit der Glukanone verbessern. Die Aktoren an dem Ding sind so lahm. Waffen-Upgrade. Also Waffen-Upgrades habe ich jetzt wirklich ohne Ende. So, kann ich mich mal ein bisschen heilen. Ich guck mal, ob ich meine Pistole verbessern kann. Weil die ist echt noch nicht so toll. Ne, Moment. Ja, bam. Feuerkraft, Magazinkapazität, Reichweite, Präzision. Beim Schleichen und Zoomen. Ich weiß gar nicht, wie man zoomt. Muss ich noch rausfinden. Aber komm, machen wir einfach mal Feuerkraft. Damit wir ein bisschen mehr Schaden machen. Und ja, von 17. Das verstehe ich nicht. Hier Magazinkapazität. Da ändert sich doch gar nichts. Hm. Präzision, okay. Reichweite. Das mache ich auch mal. So. Huch. Könnte ich bei meiner Glukanone noch was machen? Naja, ich brauche dann Labtech 1. Plastikschlauch. Gleich nochmal.